zum Thema Cannaseur im Fachgeschäft, Anforderungen an Verkaufspersonal. Mein Name ist Maria Krause, ich arbeite als politische Referentin für den Deutschen Hanfverband und habe selbst einen pädagogischen Hintergrund. Tatsächlich, ich habe einen Master of Education für Gymnasiallehramt absolviert, habe auch an einer Fachschule für Sozialpädagogik als Dozentin unterrichtet genau, deswegen ist das auch so eins der Themen, wo ich ein wenig Hintergrundkenntnisse mitbringe. Aber nichtsdestotrotz geht es hier ja natürlich auch um euch, um uns, um die Konsumentinnen, die da vielleicht gewisse Anforderungen auch haben und stellen, wenn sie in ein solches Fachgeschäft gehen. Und darüber wollen wir heute diskutieren. Dann einmal zur Einleitung. Also genau, wir alle wissen, es gibt ja auch für andere Genussmittel gewisse Fachgeschäfte und das Verkaufspersonal, da geht man, denke ich, im Grunde von aus, das Verkaufspersonal sollte ein wenig Hintergrundwissen zum verkauften Produkt mitbringen, bei Cannabis zum Beispiel, zur Produktvielfalt, zu den Sorten, aber auch zu Konsumformen, um die Kundinnen und Kunden angemessen beraten zu können. Das ist, denke ich, eigentlich ein wichtiger Aspekt, wo sich die meisten auch einig sind, dass wenn man eine Beratung wünscht, dass man diese auch angemessen erhält. Ja, und die Frage, die sich dann stellt, ist einerseits natürlich das Verkaufspersonal, das muss ja dann irgendwie dann auch geschult werden und da gibt es viele verschiedene mögliche Wege, wie sowas passieren kann. Und dann stellt sich vor allen Dingen die Detailfrage, was muss denn so jemand, der jetzt im Fachgeschäft Cannabis dann anbietet, überhaupt alles vermitteln können, was muss der wissen, was muss der vielleicht gar nicht unbedingt so genau wissen, und das sind alles strittige Fragen, auch bei uns im DHV-Team ist das aus vielen verschiedenen Perspektiven diskutiert worden und deswegen freue ich mich, dass ich das mit euch allen hier auch gleich einmal gemeinsam diskutieren kann. Also gehen wir einmal zu der Frage, über welche möglichen Bildungswege gibt es denn für sogenannte Fachverkäufer? Ach ja, ich habe ja hier so ein cooles Ding, kann das ja selber machen. Also, wir haben uns deshalb, weil es da eben so viele verschiedene Perspektiven auf das Thema gibt, da relativ allgemein gehalten zu dem Thema, und ich lese das einmal vor, was wir denn zu dem Aspekt überhaupt im Eckpunktepapier jetzt vorerst festgehalten haben. Und das ist, das Personal in den Fachgeschäften muss geschult sein in Bezug auf Sorten, Kultur und Konsumberatung, aber auch in Bezug auf Hilfsangebote. Ausführliches Infomaterial zu Hilfsangeboten sowie zu Wirkungen, THC-CBD-Verhältnis und den Risiken des Konsums muss in den Fachgeschäften sichtbar zur Verfügung stehen. Und da sehen wir schon die allererste Differenzierung an dieser Stelle. Also wir vom DHV haben erstmal gesagt, ja, wir finden das schon gut, wenn die Kunden entsprechend über das Produkt beraten werden und zum Konsum beraten werden, aber die Sachen wie zum Beispiel Beratungsangebote, Hilfsangebote, das ist eigentlich nicht die Aufgabe von Verkaufspersonal, sondern Menschen, die Hilfe suchen, die sollten dann bestenfalls zu einem Therapeuten, und da ist es selbstverständlich auch wünschenswert, wenn in solchen Fachgeschäften solches Infomaterial zur Verfügung steht und das Personal zumindest mal davon gehört hat, wo dann vielleicht die nächste Beratung Stelle in der Nähe ist, falls danach gefragt wird. Also, das sind die Fragen, die wir uns heute insgesamt stellen. Nämlich erstens, auf welche Art sollte das Verkaufspersonal geschult werden? Und wie lange sollte eine solche Schulung dann gegebenenfalls dauern? Gibt es dann dafür wiederum schulische Voraussetzungen oder Anforderungen, um überhaupt eine solche Schulung machen zu dürfen? Und eine der wichtigen Fragen, das sind die Fragen, die wir im ersten Teil gerne abstimmen, besprechen werden. Und dann im zweiten Teil geht es vor allen Dingen um die Inhalte. Also was muss angehendem Verkaufspersonal denn überhaupt vermittelt werden? Was sollten sie letztendlich wissen? Und da haben wir sicherlich alle verschiedene Wünsche und Anforderungen auch. Und wir möchten das gerne versuchen mal zu sammeln, um hier gewisse Tendenzen auch zu erkennen, um damit dann auch mit diesen Forderungen an die Politikerinnen ranzutreten. Genau, und eine der letzten Fragen hier, die hat sich, eigentlich stellt sich die nur, weil es inzwischen Gesetzentwürfe gibt, wo sowas mit drin steht, dass explizit Personen ausgeschlossen werden, quasi Berufsverbote erteilt werden, die schon mal mit BTM-Delikten oder Ähnlichem auffällig geworden sind. Sehe ich kritisch, aber gibt es sicherlich auch unterschiedliche Perspektiven darauf, deswegen möchte ich jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen und freue mich darauf, auch diese Frage nachher am Ende noch mit euch zu diskutieren. Genau, als allererstes kommen wir also zu den Bildungswegen. Und ich habe einfach mal so ein paar Beispiele dafür rausgesucht, was es denn so bei anderen Berufen in der Richtung so für verschiedene Bildungswege gibt. Also da haben wir tatsächlich in Deutschland staatlich anerkannt die Bezeichnung für einen Fachverkäufer oder Fachverkäuferin im Lebensmittelbereich oder speziell im Genussmittelbereich, wie zum Beispiel im Bereich der Konditorei. Ja, das ist also eine richtige Berufsausbildung an der Stelle. Der Vorteil ist, dass man hier einheitliche Standards auch vermittelt von Handelskammern. Und das ist auch ein geschützter Berufsname. Ja? Also es darf sich nicht einfach jeder irgendwie Fachverkäufer für ... nennen, ohne einen solchen Abschluss gemacht zu haben. Dann gibt es ja zum Beispiel, weil das ja auch, es gibt ja auch Whisky-Fachgeschäfte. Aber tatsächlich ist Whisky-Fachverkäufer kein geschützter Begriff, sondern hier gibt es im Prinzip, man kann Schulungen machen, ja, um sich Whisky-Cannaseur zu nennen oder sich da irgendwie in Sorten und etc. beraten zu lassen. Aber Whisky-Fachverkäufer gibt es in dem Sinne gar nicht. Wer sowas machen möchte, der kann das, aber der sollte sich oder muss dann im Prinzip sich das selber autodidaktisch selbst beibringen und sich dieses Wissen selbst anlernen. Es gibt natürlich auch private Möglichkeiten, wo man solche Sachen, Wissen erlernen kann, aber in der Regel folgt sowas autodidaktisch. Genau. Dann gibt es hier in Deutschland auch so den sogenannten Barista, also hier nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Barista ist auch kein beschützter Begriff, ja, also so Leute, die sich mit Kaffee ganz doll auskennen und Zubereitungsarten und da vielleicht auch Empfehlungen geben können an Kaffeegenießer, die können ein Zertifikat erwerben, wo dann ganz offiziell draufsteht, du bist jetzt ein Kaffeeexperte. Diese Zertifikate kann man auch in Schulungen erwerben, das sind aber auch keine offiziellen staatlichen Schulungen und dementsprechend gibt es da auch keine einheitlichen Qualitätsstandards, keine einheitlichen Inhalte, die vermittelt werden. Das ist dann eigentlich nur, so kann man sich an die Wand hängen, aber und vielleicht erhöht es gegebenenfalls die Berufschancen. Für Starbucks braucht man sowas aber im Grunde nicht. So, dann gibt es zum Beispiel den Begriff Rigger-Bühnenbauer. Generell Veranstaltungstechnik ist ein Bereich, der sich erst in den letzten Jahren offizielle Standards entwickelt haben. Inzwischen gibt es auch für Veranstaltungstechnik tatsächlich Studiengänge. Sowas hat es früher gar nicht gegeben. Das war alles so ein Learning by Doing. Und da hat sich aber viel, viel getan. Hier ist es zum Beispiel so, dass es da offizielle Lehrgänge der Interessensgemeinschaft Veranstaltungswirtschaft gibt. Ja, also die haben sich quasi zusammengeschlossen und haben gesagt, das sind Inhalte, das sind Qualitätsstandards, die vermittelt bekommen müssen. Und dann ist das eben quasi auch offiziell. So, und dann kommen wir vielleicht dem ein wenig näher, wo wir vielleicht hin wollen, nämlich die Bezeichnung des Bartenders. Da kann man in Kalifornien beispielsweise auch Zertifikate dafür erwerben. Und ein Bartender im Prinzip äquivalent zu einem Bartender ist also jemand, der sich schön mit den Pollen, mit den Blüten auskennt und da auch entsprechende beraten kann. Vielleicht einmal, um das nochmal ein bisschen zu veranschaulichen, das erste Beispiel, so sieht das eben auf der Seite von der Handelskammer aus, ne, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, offizielle Berufsausbildung und das bedeutet, man hat hier wirklich 3 Jahre, bis man sich tatsächlich Fachverkäuferin im Genussmittelbereich nennen kann. Anforderungen sind hier grundsätzlich erstmal Interesse an Lebensmitteln. Ich glaube, bei einem Fachverkäufer für Cannabis erwarte ich auch erstmal grundsätzlich Interesse an Cannabis. Wäre schon gut und Umgang mit Menschen und so weiter. Das sind so Voraussetzungen, die man dafür mitbringen sollte. Wer nicht mit Menschen arbeiten möchte, sollte nicht im Verkauf arbeiten, logischerweise. So, das wäre die offizielle Berufsausbildung. Dann haben wir hier so ein Beispiel, wie man ein Zertifikat erwerben kann. Das ist jetzt auch von der Privatakademie, das nennt sich dann Barista-Intensivausbildung. Und wir sehen hier diese Intensivausbildung, die dauert ganze 5 Tage. 5 Tage und man ist irgendwie fachlich versiert oder kann sich dann mit so einem Zertifikat schmücken, 35 Unterrichtseinheiten, à 45 Minuten, aber der ganze Spaß kostet dann auch knapp 1.000 €. Ja, also das sind eben von Privatpersonen oder Privatschulen, Privatakademien angebotene Kurse, wo man dann sich so ein Zertifikat erkaufen kann. So, dann zu dem eigentlich interessanteren Beispiel hier an der Stelle, nämlich der Bartender. Ich habe hier mal auch aus Kalifornien ein Beispiel rausgesucht, Cannabis Training University nennt sich das. Hier sieht man so, da kann man viele verschiedene Zertifikate erwerben, auch hier muss man für die Kurse dann entsprechend privat zahlen. Genau, Extraktionsverfahren werden da zum Beispiel vermittelt, mögliche Karrieren in der Cannabisbranche, also tatsächlich auch nochmal inhaltliches Wissen rund um Cannabis und das Cannabis-Business, auch Schulungen zu Medizinalcannabis. Also da gibt es tatsächlich ein sehr vielfältiges, breites Angebot, wo man so solche Zusatzqualifikationen sich erwerben kann. Ja, dann möchte ich eigentlich hier auch gar nicht viel mehr Input so geben, sondern versuchen da jetzt möglichst mit euch jetzt auch in die Diskussion überzugehen, weil mich das natürlich interessiert. Aber meine persönliche Einschätzung ist natürlich grundsätzlich, finde ich auch, wenn ich irgendwann in ein Fachgeschäft gehe, macht mich immer noch ganz baff, dass das vielleicht bald soweit sein wird, dann wünsche ich mir auf jeden Fall natürlich auch eine fachliche Beratung zu der Ware, die da verkauft wird. Ja? Grundsätzlich. Ich erwarte dann in der Regel schon, dass mir ein solcher Fachverkäufer Informationen darüber geben kann, in welcher Art und Weise ich denn dieses Produkt genießen kann. Ja? Also zum Beispiel Extrakte, Edibles, die Blüte an sich und so weiter und so fort, welche Konsumarten gibt. Ich wünsche mir auch Tipps für Einsteiger an der Stelle. Ja, wer also sagt, ich habe damit jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt, ich habe noch nicht so eine Konsumkompetenz an der Stelle entwickelt, kannst du mir vielleicht Tipps geben? Dann wären auch Safer-Use-Hinweise wünschenswert. Ja, wer anfängt zu kiffen, sollte auf keinen Fall das mit Tabak mischen, weil Tabak ungesund ist. Oder einfach zum Beispiel stattdessen Vapen, deutlich gesündere Variante. Auch Hinweise zum Konsum von Edibles, schon wünschenswert, wenn da der Fachverkäufer oder Fachverkäuferin einen kompletten Anfänger vor sich zu stehen hat, dass man sagt, warte erstmal 1 Stunde, bevor du die nächste nimmst. Auch das wünsche ich mir von einem Fachverkäufer. Bestenfalls hat er vielleicht auch noch ein paar gute Backrezepte parat und kann mir auch empfehlen, welches Hasch für diese Kekse besonders lecker ist. Ja, wenn irgendwie Marokkaner dann schön mit Mandelmehl und so, das fände ich gut. Grundsätzlich, wir gehen jetzt noch nicht so sehr ins Detail. Grundsätzlich aber auf jeden Fall natürlich auch Kenntnisse zu den Aromen. Ja, ich würde da gerne schnuppern können, ich will wissen, wie das schmeckt, wie sich der Geschmack vielleicht auch verändert bei der 2. oder 3. Runde im Vaporizer oder je nach Temperaturunterschied und natürlich auch die unterschiedlichen Wirkweisen. Das halte ich ganz, ganz wichtig. Und dazu gehören meines Erachtens eben auch, um so dazu beraten zu können, Grundkenntnisse zum Einfluss vom Terpenprofil und den Cannabinoiden. Und ich habe hier nur mal so einen kleinen Ausschnitt zur Veranschaulichung. Wenn es denn funktioniert. Jetzt. Okay. War schon eins weiter. Dann eins zurück. Ja, nur um das mal zu zeigen, das ist nur so ein Ausschnitt jetzt zu den Terpenen, die auch bei unterschiedlichen Temperaturen eben ihre entsprechende Wirkung entfalten. Und das Gleiche haben wir natürlich auch bei Cannabinoiden an der Stelle, dass einfach das Profil einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Wirkung, auf den Geschmack hat. Und ich erwarte nicht, dass ein Fachverkäufer das alles auswendig weiß. Ich erwarte aber, dass der zumindest Kenntnisse davon hat, dass das so ist und dass der im Zweifelsfall nachschlagen kann oder gegebenenfalls sowas auch in einem solchen Fachgeschäft dann eben ausliegt. Ja, genau, hier das Gleiche auch nochmal zu den Cannabinoiden. Also die Liste an Wirkungen ist natürlich noch um einiges länger. Das soll hier nur das mal veranschaulichen, wie vielfältig das eigentlich auch ist. So, das sind also Dinge, oder das war jetzt von mir der Input soweit, Dinge, wo ich hoffe, dass, wenn Fachverkäufer beschult werden, irgendwie berücksichtigt werden. Und ja, an der Stelle möchte ich jetzt gerne das Wort an euch geben. Wir werden als erstes über diese Fragen hier abstimmen, nämlich auf welche Art sollte angehendes Verkaufspersonal geschult werden. Ihr habt jetzt verschiedene Beispiele gesehen, ne? Soll es eine offizielle Berufsausbildung werden oder reichen Schulungen und Workshops? Dann, wie lange sollte eine Schulung dauern? Ja, reicht so ein 5-Tageskurs wie beim Barista-Intensivausbildung? Oder sollten es vielleicht doch irgendwie 1, 2 Monate sein oder dann doch die Jahre? Und dann auch die Frage, würdet ihr erwarten, dass es dann auch schulische Voraussetzungen an der Stelle gibt, also Berufsbildungsreife, MSA, mittlerer Schulabschluss? Oder wollt ihr, dass nur Abiturienten am Ende in so einem Fachgeschäft stehen dürfen? So, wie seht ihr das? Ich habe jetzt noch eine Bitte. Wir brauchen noch einen Menschen fürs Mikrofon, bitte, sonst kann ich hier nicht aufschreiben, was ihr sagt. Wer macht es von euch? Ah, wir haben schon jemanden. Alles klar, danke. Also ich würde sagen, dass man daraus eine 3-jährige Ausbildung macht. Ja, klingt erstmal komisch, aber es gibt viel, was man wissen muss, im Endeffekt, auch wirtschaftlich gesehen. Und in so einer Ausbildung kann man alles abdecken. Und Voraussetzung dafür, mittlere Reife, sollte für die meisten kein Problem sein, gehe ich mal von aus. Aber es sollte auch Umschulungen von IHK zum Beispiel geben oder keine Ahnung von wem. Ja. Okay, also ich habe das jetzt richtig verstanden. Du sagst, also du hast schon die Anforderungen an einen Fachverkäufer, dass da so viel Wissen dahinter sein muss, dass du eher sagst, du setzt eher auf eine 3-jährige Berufsausbildung dann. Mhm. Okay, danke. Der Nachbar? Ich sehe das ein bisschen anders als mein Nachbar. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, zum Beispiel mit einer 34a oder komme aus der Hausverwaltung, da gibt es eine 34c für das ganze Immobiliengewerbe. Die ganze Scheiße dauert irgendwie meistens nur 2, 3 Wochen und dann ist man derjenige welche und kann sich quasi selbstständig machen und allzu viel länger sollte die Schulung nicht dauern. Die Inhalte, wie gesagt, die müssen dann dementsprechend angepasst werden. Das, wie gesagt, das funktioniert bei den anderen Berufen auch und dementsprechend sollte das da auch möglich sein. Dankeschön. Hi, Stefan, mein Name. Ich habe einen differenzierteren Blick darauf. Ich glaube, wenn wir über Staat reden, also mal angenommen, lizenzierte Fachgeschäfte wären möglich, dann wird das irgendwann starten und bis zu dem Start ist ja überhaupt keine mehrjährige Berufsausbildung möglich. Und es muss ja irgendwann losgehen. Und für das, was du gerade gesagt hast, Terpenprofile, Wirkungsweisen und, das ist ja auch nur die Oberfläche, an der wir da gerade gefischt wird, weil so richtig viel wissen wir darüber ja nicht. Und ich glaube auch, dass es eher in so einem 2-Wochen Lehrgang zertifiziert von staatlich anerkannten Instituten für den Staat eine gute Regelung wäre. Und wenn man da mal 3 Jahre weiter ist und auf den Markt guckt, dann kann man, glaube ich, weiteres entscheiden. Aber zum Start auf keinen Fall eine 3-jährige Berufsausbildung, weil dann starten wir nicht. Ja. Danke, guter Hinweis. Ja. Die Frage, wollen wir dann auch 3 Jahre warten, bis wir dann endlich auch Verkäufer haben, bevor wir in die Geschäfte rein wollen? Ja, danke. Ich bin da auch eher bei Schulungen. Die dürfen aber durchaus schon ein bisschen länger sein als 2 Wochen. Also ich habe zum Beispiel auch eine 34a gemacht Wir haben ein halbes Jahr Schulung gehabt und davon waren 2 oder 3 Monaten Betriebssanni. Also das darf dann schon ziemlich ausführlich sein. Und ich fände es auch geil, wenn man die Kursgebühren von der Steuer dann absetzen könnte. Guter Hinweis. Und natürlich also alles beinhalten, was du auch aufgesagt hast. Die ganzen Kenntnisse, dass die Leute sich auch wirklich mit dem Material auskennen und Konsumformen und Tipps geben können. Ich glaube, der Rätsch hat gesagt, dass mir nur jemand eine Substanz nahebringen kann, die er selbst zur Genüge kennengelernt hat. Ich glaube, wir haben die Experten schon. Wir müssen nur eine neue Branche schaffen. Ja, hallo, ich bin ja der Meinung, weniger ist mehr. Also ich komme auch aus so einer Branche, sage ich mal, wo ständig irgendwie Lehrgänge gemacht werden müssen und das meiste halte ich für wenig effektiv. Sinnvoller fände ich vielleicht so eine Art Eingangsprüfung, da können die Leute zu Hause lernen. Terpenprofil, wie schmeckt das, wie riecht das, wie ballert das oder keine Ahnung was und dann kann man mal locker zusammensitzen und dann 4 Tage, 5 Tage darüber schnacken und rauchen und essen und alles ist gut. Aber 2 Wochen, 3 Jahre oder warten, also das ist alles Quatsch. Schwachsinn. Ja, Schwachsinn. Echt. Okay. Ja, meine, das ist auf jeden Fall... Letztendlich, jeder weiß von uns, wie das Zeugs wirkt, man geht hin und ja, genau. Die besten auch. Jeder von uns, ja, also... Genau, das ist auch ein guter Hinweis. Ne? Wir wissen ja, es gibt jetzt schon Leute, die sich eigentlich sehr gut damit auskennen. Deswegen, du hast jetzt, du hast jetzt gesagt, du würdest quasi keine Schulung voraussetzen, aber zumindest eine Form von Prüfung als Nachweis, dass man die Kenntnisse hat. Dass man zu Hause in Ruhe lernen kann. Ja. Und dann kann man dann mit Experten, dann weiß ich nicht, in Anführungsstrichen diesen Lehrgang. Also ich komme aus so einer Branche, wo man ständig Lehrgänge macht. Also ein Lehrgang. Ja, ja. Schon, aber nicht so ausgeführt. Ja. Kürzer, kompakter und dass die wesentlichen Dinge zu Hause. Das habe ich verstanden, genau, Mike, du hattest ja jetzt auch gesagt, du würdest da jetzt auch nicht so ausufernd wollen, sondern quasi das Fachwissen nutzen, was es schon unter uns in der Gesellschaft gibt. Würdest du dann aber trotzdem fordern, dass es eine Art Nachweis gibt, eine Art Prüfung, damit die halt nachweisen können, dass sie diese Kenntnisse wirklich mitbringen? Kann ihm einer das Mikro geben? Ach so, Entschuldigung, das ist da hinten. Ja, kriegt man denn ja auch ein Zertifikat? Ich glaube, was Qualität ist, entscheidet der Markt. Der Kunde. Alles klar, du bist aber auf der Linie der FDP und sagst, der Markt regelt. Nein, das ist zu einfach. Das ist zu fies. Aber weil ich bin ja schon wieder an dem Punkt, dass ich es fies finde, dass der Staat mitverdienen will. Aber das ist ja ein anderes Thema. So. Da gibt es ja dann auch nochmal andere. Von daher Eichenanbau. Okay. Ja. Bin ich auch ganz bei dir, aber wir diskutieren gerade das Fachgeschäft. Voll. Deswegen hatten wir dazu ja auch die Session. Danke. Hi. Also ich wäre dafür so maximal eine Grundausbildung von 1 Monat plus jährliche Schulung für Erneuerungen und Ähnliches, was so dazukommt, weil die Wissenschaft geht auch weiter. Und dass man Zusatzzertifikate machen kann für Extrakte, Backen, Ähnliches, dass man sagen kann, hier hast du meine Lizenz, da hast du das darf ich verkaufen. Mhm. Also das wäre jetzt quasi so von der Dauer her, wärst du jetzt so bei 1 Monat? Maximal, ja, 3 Monate. Also Schulung? Maximal 3 Monate, weil die Experten, die hier sitzen, ne, die sind am Arbeiten. Also irgendwie müssen wir das ja zusammenbringen. Ein Monat ja. Urlaub ist kein Problem. Aber das ist auf jeden Fall ein guter oder auch wichtiger Hinweis, dass man eben auch Fortbildung macht, weil genau. Da gebe ich vollkommen recht. Vor allen Dingen deswegen ist auch das Thema Evaluierung super wichtig. Wir ja. Haben da noch ganz, ganz viel Sachen rauszufinden und zu forschen. Und vor allen Dingen dann auch jedes Jahr neue Schulungen. Also die Grundprüfung ist Zwischenprüfungen, Endprüfungen, dann hast du die nach 1, 2 Monaten und dann hast du jährliche Schulungen, die musst du aber auch nachweisen. Also das wäre für mich am besten, weil ich komme aus so einer Branche, ich muss jedes Jahr, also ich habe meine Grundausbildung und dann muss ich jedes Jahr Schulung machen, ja. Jedes Jahr. Okay. Dankeschön. Da hinten haben wir noch einmal eine Meldung. Die Dame, ich weiß leider nicht, wer von euch da hinten als erstes sich gemeldet hatte. Ja, also ich würde sagen, dass man das so macht wie eine richtige Weiterbildung, wie eine Pharmareferentenbildung, zum Beispiel in Vollzeit 3 Monate oder sonst, dass man es auch neben am Wochenende machen könnte, weil es ist sehr, sehr umfangreich eigentlich, was man wissen muss. Wenn dann auch noch mit Backen und allem damit bei ist, das ist super umfangreich, das kann man nicht einfach so komprimieren, nicht einfach schnell durchprügeln. Also verschiedene Zusatzzertifikate, ja, aber wenn du sagst Prüfung oder sowas am Ende. Ja, aber wenn du sagst Weiterbildung, würdest du dann quasi eine Art Grundausbildung schon voraussetzen? Ich würde schon sagen, dass man auch eine Art Grundbildung braucht, irgendwie, dass man nachweisen kann, dass man im Pharmabereich arbeitet, dass man nachweisen kann, dass man mit Pflanzen gearbeitet hat oder im Krankenhaus irgendwie, dass man überhaupt medizinisches Grundwissen hat. So. Medizinisches Grundwissen, okay, das ist interessant. Irgendwas aufbauen kann. Ich hätte jetzt eher gedacht, irgendwie so Einzelhandelskauffrau als Grundausbildung quasi, aber auch ein interessanter Ansatz, Dankeschön. Wir vergessen in dem Ganzen etwas. Es gibt ein Ausbildungssystem in Deutschland und das funktioniert im Grunde auch wirklich hervorragend. Manche Ausbildungsberufe haben 1,5 Jahre, manche haben 3,5 Jahre. Ist irgendwer hier im Raum Mediendesigner? Echt nicht? Okay. Ah ja, doch. Weißt du, seit wann es deinen Beruf gibt? Offiziell. Ein Jahr. Ganz genau. Es ist, glaube ich, 95 gewesen, 94, 95. Da sind etliche Berufe der alten Drucktechniken, die sind einfach gestorben. Und mit einem Tag gab es Ausbilder, massig, für all die neuen Berufe, für all die verschiedenen Bereiche des Mediendesigns. Wo kamen die her? Die Industrie- und Handelskammern suchen sich einfach Leute, die den Nachweis in diesen neuen, modernen Techniken erbringen können. Man bekommt einen Gesellenbrief ernannt und die Berechtigung auszubilden. Und ich bin ganz sicher, hier sind mehrere Leute, die, ja, wenn sie keine Repressalien zu befürchten haben, nachweisen können, dass sie begabt sind in diesem Bereich, mhm, und dann bei der Industrie- und Handelskammer weitergehend halt die Qualifizierung bestehen. Und dann muss man ja nur quasi einen im Shop haben, der diesen Schein hat und der kann dann mit Auszubildenden den Shop betreiben. Also es spielt keine Rolle, ob wir ein halbes Jahr, 1,5 Jahre oder 3,5 Jahre machen, weil Deutschland hat dafür etwas, um das aufzufangen. Also das ist kein Hinderungsgrund, in der Diskussion zu sagen, ah, dann dauert das so lange, haben wir keine Leute oder sonst was. Nein, wir haben das mehrfach praktiziert mit alten Berufen, die wir in neue umgewandelt haben und das wäre hier auch möglich. Absolut, völlig richtig, genau. Das ist auch ähnlich wie der Hinweis, den ich vorhin mit Bühnenbau gemeint hatte oder generell im Bereich Veranstaltungstechnik, auch Mediendesign. Das sind alles Berufe, für die es früher quasi, die sehr relativ neu sind, für die es früher gar keine offizielle Berufsbezeichnung gab. Ja, das war so Learning by Doing. Man hat es halt einfach gemacht, weil man aus anderen Bereichen Kenntnisse mitgebracht hat. Und dann wurden von Handelskammern da Lehrinhalte erstellt, einheitliche. Und inzwischen gibt es da auch Studienberufe. Und ich persönlich hätte auch grundsätzlich nichts dagegen, wenn sich sowas wie ein Bartender irgendwann quasi so spezialisiert, dass wir da auch einen Studiengang haben. Und wer da sich bilden will und solche Kenntnisse mitbringen will, der soll das irgendwann gerne auch alles tun können. Aber ja, ich bin da auch ganz bei dir. Ich möchte nicht noch weitere 3 Jahre warten, bis ich endlich im Fachgeschäft mich bedienen lassen kann. Genau, dann haben wir hier vorne noch eine Meldung, schon seit einer Weile. Ja, ich finde halt, dieser Weiterbildungsmarkt, der wird sich halt auch noch erst entwickeln, ne? Die Unternehmer, die dann so mal 5, 7, 10 Jahre Erfahrung gesammelt haben, wo dann auch die nächste Generation schon da ist, die dann auch vielleicht mal im kleinen Ausbilder waren, dann in dem Laden, die sind dann diejenigen, die dann als Dozenten halt an die Berufsschulen gehen oder was auch immer, um das irgendwie Ja, dann kommt es vielleicht zu so einer dreijährigen Ausbildung, wenn die Industrie oder der Markt groß genug ist. Also da brauchen wir jetzt nicht drüber nachdenken. Deswegen ich finde halt, der Unternehmer ist dafür zuständig, erstmal die besten Leute auszusuchen. Das wird er auch. Also ich meine, kein ambitionierter Unternehmer stellt irgendeinen Dulli ein, der keine Ahnung hat. Punkt. Ist halt so. Ist ganz einfach. Ja. Und wenn er nicht meinen Anspruch erfüllt, ja, dann also damit deckt man schon mal das meiste ab. Und dann ist der Unternehmer dafür zuständig, seine Mitarbeiter entsprechend zu schulen, denn er macht das, diese Grundlagen, weil das sind Grundlagen, das ist so, und kann dann natürlich mit einem Schein vielleicht auch irgendwann später eine Ausbildung anbieten. Aber grundsätzlich ist er dafür zuständig, und einmal im Jahr die Mitarbeiter abzufragen, ist auch eine Option, ja. Dann. Ja, danke schön. Ich würde vielleicht gerne mal einen anderen Gedanken hier mit reinbringen, und zwar, ich würde mal vermuten, dass hier im Raum nur hochinteressierte Menschen sitzen, die gelegentlich auch selber konsumieren und wissen, was das macht. Ich gebe aber zu bedenken, dass morgens, ich mache das mal als Beispiel, dass morgens aber McDonald's kommt und sagt, ich eröffne 6.000 Filialen in Deutschland. Und bei McDonald's steht kein Frikadellenbräter, das sind einfach Leute, die günstig bezahlt werden und einen Job haben. Und wir sollten uns doch davon freimachen, dass wir glauben, dass es nur das kleine Fachgeschäft gibt. Es wird ganz andere Formen geben. Und von daher bin ich schon der Überzeugung, auch wenn ich vieles hier teilen kann, dass es sowas wie einen Grundeinstieg und ein Grundwissen geben sollte, was dann auch beim McDonald's Anwendung findet. Entschuldigung mal, hallo. Ich habe ja schon ein Mikrofon, Entschuldigung. Hallo, ich habe schon ein Mikrofon. Darf ich einmal was sagen? Wer spricht, kann einmal auch. Ach, da hinten. Also Entschuldigung, wenn ich mir jetzt da ein bisschen vordrängeln von ihr. Ich melde mich schon eine ganze Zeit lang. Also ich habe kürzlich dieses Jahr im März das Coffeeshop Cannabis Fachverkäufer-Diplom im Cannabis College in Amsterdam gemacht. Und es gedauert genau einen Tag, um die grundsätzlichen Voraussetzungen dir beizubringen, was ist Sativa, was ist Indica, wie viel Prozent CBD, wie viel Prozent THC, Terpene etc. Das ist normalerweise schnell erklärt. Das musst du halt aneignen. Wer Fachkenntnisse schon vorher hat, wird da nicht lange brauchen, um irgendwie 2 Monate oder monatelang irgendwelche Ausbildungen zu machen. Das, glaube ich, ist nicht der richtige Weg, um schnell zu einer Legalisierung zu kommen. Du machst einen Fragebogen, weißt du, was das für Pflanze ist, was für Sorten gibt es, wie viel THC darf drin sein, was machst du, wenn jemand zu viel gekifft hat, wie bringe ich den wieder zurück ins Leben sozusagen, und wie gehe ich damit um, wenn ich sehe, da konsumiert einer zu oft zu viel, dann berate den ein bisschen und versuche einen Kontakt herzustellen. Aber dieses Fachverkaufswissen, das ich brauche, ist nicht so immens groß, dass ich da eine 3-jährige Ausbildung mache. Wo wollt ihr hin, Leute? Ja, und... Dankeschön dafür. Eine kurze Rückfrage. War das privat und du hast es bezahlt? War das privat und du hast es bezahlt, oder war das quasi... College in Amsterdam. Und das ist ein Eintagesdiplom. Genau. Da kann man ein Bartender-Diplom machen, ein Grow-Diplom und auch das Cannabis Coffee Shop Fachverkäufer-Diplom. Und das habe ich innerhalb von 1,5 Stunden statt einem Nachmittag gemacht, weil ich mich halt aufkannte vorher. Also wenn man die Inhalte dann schon kennt, dann ist man da auch schneller durch bei so einem. Mhm. Dankeschön. Jo. Achso. Hallo, darf ich kurz? Ihr könnt auch gerne einmal ruhig aufstehen, dann können euch die anderen nämlich auch besser sehen. Das wäre super, dankeschön. Ich dränge mich jetzt auch einfach mal vor. Also, jo, ich muss sagen, ich finde die Ansätze alle sehr richtig. Allerdings finde ich, man sollte auch betrachten, dass man auch irgendwie einen Aufklärungsauftrag hat und es nicht nur ums Verkaufen und ein bisschen beraten geht. Und da finde ich halt schon, dass man abfragen sollte, die Kenntnisse zumindest. Egal, ob die Schulung jetzt ein paar Tage geht oder 2 Monate. Ich fände es halt ganz wichtig, dass man wirklich, wie er auch angesprochen hat, halt irgendwie eine Art Prüfung hat, wo man dann halt auch nachweisen kann, dass man die Kenntnisse aufbringen kann. Und dass es dort halt nicht nur alleine um wie sind die Blüten beschaffen oder wie kann man es anwenden, sondern auch gleich so ein bisschen Aufklärungsarbeit halt leisten kann, wie du das ja auch schon angesprochen hast. Punkt. Danke. Da könnte ich jetzt gleich nochmal Anschluss nehmen, also weil mir geht es ähnlich. Ich sehe es auch so, eine Prüfung reicht, dass man ein gewisses Fachwissen nachweisen kann. Die Frage ist nur, um die wir uns jetzt auch die ganze Zeit drehen, wir können nicht sagen, wie lang soll die Ausbildung sein, oder, weil wir müssen erstmal klären, was sind die Inhalte überhaupt. So, ne? Weil wir hören hier, ja, es ist natürlich, wenn du nur über Cannabis reden möchtest, das kannst du an einem Tag lernen, ist doch logisch. Aber wenn wir dann noch andere Themen mit reinnehmen, ja, mit Suchtverhalten und so weiter und so fort, da muss man natürlich erstmal gucken, welche Inhalte sind überhaupt relevant für einen Bartender oder Cannabis-Verkäufer. Ja, danke schön. Es geht hier auch darum, also ich gehe davon aus, dass ihr alle da so schon eine bestimmte Vorstellung auch im Kopf habt. Deswegen geht es jetzt hier darum, da erstmal so ein Stimmungsbild auch einzuholen, um zu sehen, wie seht ihr das so ein bisschen an der Stelle auch? Und zu den konkreten Inhalten, weil das einfach auch nochmal ein anderes großes Thema ist, da würde ich dann im zweiten Teil gleich noch dazu kommen. Okay. Ja, ich glaube, ich bin der Nächste. Ich lese die Frage irgendwie anders. Also wir wollen doch eine Antwort darauf finden, was soll das Verkaufspersonal können? Ich habe jetzt hier ganz viele Inputs bekommen über irgendwie Suchtberater und irgendwie so halb Grower. Und diese Kenntnisse soll das Verkaufspersonal doch gar nicht zwingend haben müssen. Ja? Wir haben hier eben den 34a gehört, wir haben 34d gehört, es gibt einen 34f nach der Gewerbeordnung. Das ist ein Sachkundenachweis. Ja? Und Sachkundenachweis bedeutet, da gibt es am Ende bei der IHK auch so ein kleines Zettelchen, da steht dann drauf, du bist staatlich oder IHK geprüfter Cannabis-Fachverkäufer. Und entscheidend dafür ist nicht, wie lange du brauchst, um das entsprechende Wissen aufzunehmen, das dort abgefragt wird, sondern entscheidend ist, dass du das Wissen hast. Und wenn du dafür 3 Monate brauchst, ey, ich meine, sorry, aber dann hast du halt 3 Monate gebraucht. Und der das halt dann meinetwegen in 1,5 Stunden hinkriegt, weil er sich jahrelang im Vorfeld schon mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dann ist es cool, er meldet sich bei der IHK zu der Prüfung an und kann dann den entsprechenden Sachkundenachweis auch abliefern. Und das ist doch der entscheidende Punkt. Ja? Gehe ich gerne mit. Hier vorne war auch noch eine Meldung. Okay. Jetzt ist das da noch weiter. Hallo, ich bin Sönke. Und zwar, ich wollte bei dem Beitrag von Piet noch was ergänzen. Und zwar, dabei ging es um den Mediendesigner. Wenn so ein Beruf neu geschaffen wird, dann sind Lehrer, die Lehre meist da, das Fachwissen ist da und aus dem Ganzen kann man was aufbauen und kann neue Berufe entwickeln. Das bei der Thematik ist jetzt gerade, uns fehlt nicht nur eine ordentliche Handelskammer, die sowas umsetzt, uns fehlt eine Wissenssammlung, die einen wissenschaftlichen Grundsatz hat, beziehungsweise die wird ja jetzt gerade erst erstellt und der ganze Wissenspool, der eigentlich existiert bisher, ist privatisiert, muss man so sagen, in Deutschland. Das muss man überhaupt erstmal greifbar machen, um daraus eine Schulung entwickeln zu können. Also ich möchte eigentlich damit sagen, es fehlt eigentlich an der kompletten Didaktik. Wir haben überhaupt gar keine Didaktik, um eine 3-jährige Ausbildung umzusetzen. Das sehe ich als beinahe unmöglich. Ich glaube, es ist auch nicht relevant, wie man das jetzt genau festlegt, was der können muss. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass das Ganze regelmäßig evaluiert wird und immer wieder auf einen neuen Kenntnisstand gebracht wird. Danke. Guter Hinweis, danke schön. Genau, dann hier vorne noch. Und da müssen wir auch gucken, weil ich glaube, dass die Diskussion zu Inhalten auch noch etwas Raum einnehmen wird. Würde ich jetzt vielleicht noch 2, 3 Meldungen nehmen und dann gerne dazu abstimmen erstmal und dann zu den Inhalten übergehen. Aber jetzt erstmal bitte. Ich finde den Punkt des Sachkundennachweises auch sehr sympathisch. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist auch für Neueinsteiger so ein Tagesseminar, weil auch als Kunde, der dann ein Cannabis-Fachgeschäft betritt, möchte ich nicht wissen, dass da so ein Dulli steht, der in 8 Stunden eine Prüfung abgelegt hat und das war es dann. Vielleicht zum Einstieg geht das, aber irgendwann muss man dann von dem Modell auf jeden Fall wegkommen. Mhm. Dankeschön. Ich glaube, da hinten rechts meldet sich der Herr auch schon eine Weile. Ja, also mir ging gerade noch durch den Kopf, ich habe mal in Thailand einen Tauchschein gemacht und da gibt es ja auch schon... Vereinigungen und Standards dafür. Ja. Gibt 3 und das 2. fällt mir gerade nicht ein. Und ja, das ist jetzt nicht zu aufgebauscht, aber auch doch schon so, dass auch auf die Risiken dann hingewiesen wird. Also das ist so im Rahmen von 3 Tagen war das, glaube ich, danach mit Praxis. Okay, danke schön. Genau, dann da noch einmal. Ich finde, genau, das Ganze hängt ja auch mit der Frage der Inhalte zusammen, darauf kommen wir ja gleich noch. Ich finde es aber theoretisch denkbar, dass man sowas wie eine Modularisierung quasi macht, also definiert, welche Bereiche, über welche Bereiche muss man Bescheid wissen, über das normale Kiffen sozusagen, aber vielleicht auch ein bisschen was über den Anbau, über die größere Produktpalette wie Edibles und so weiter. Man sollte aber, ich bin schon der Meinung eines Vorredners, der gesagt hat, ein gewisser Aufklärungsauftrag ist ja schon dabei, also man sollte schon so Grundzüge wissen, wie entwickelt sich eine Sucht oder welche psychischen Konsequenzen drohen eventuell, also so ein gewisses Grundwissen. Und dann gibt es ja unterschiedliche Voraussetzungen. Also sicherlich haben sehr viele hier viel Vorwissen, aber es fehlt in bestimmten Bereichen etwas, wozu man dann gezielt eine Fortbildung machen kann, sodass man am Ende quasi einen gesamten Leistungsnachweis abgeben kann. Also zum Beispiel, wenn hier dass irgendjemand weiß diese ganzen Punkte schon, aber es fehlt zum Beispiel das Wissen darüber, wie man überhaupt ein gutes Verkaufsgespräch führt oder genau wie eine Sucht funktioniert oder so, kann man sich das sozusagen gezielt noch nachholen und muss den ganzen Rest aber nicht machen in der langen Ausbildung. Mhm. Dankeschön. Also quasi so verschiedene Module, die man so über Monate sich erarbeitet. Ja, auch ein guter Ansatz. Genau, dann da hinten, das wäre dann einmal die letzte Meldung und dann würde ich gerne zur Abstimmung übergehen. Ich hätte eine Frage. Hat der Hanfverband schon mal Kontakt aufgenommen mit der IHK oder mit der zuständigen Stelle im Wirtschaftsministerium? Also wir, genau, mit Handelskammer, Verdi habe ich auch schon angeschrieben. Also ja, wir haben das auf dem Schirm. Es wird auch, also da gibt es ja dann auch gewisse Genossenschaften und so weiter, die das auch mit der Legalisierung auf dem Schirm haben tatsächlich, und im Zweifelsfall erinnere ich sie dann nochmal dran, die da auch, die sind dann noch dabei, dazu eine Position auch zu erarbeiten und ja, im Weg zu finden, damit umzugehen, dass sie da gegebenenfalls auch Ausbildungseinhalte in den nächsten Jahren erstellen werden. Aber es ist noch ein etwas schwieriges Thema. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Aber ja, wir haben es auf dem Schirm und sind da auch hier und da, bin ich in Kontakt. Das wäre noch eine schöne Arbeit. Ich denke, dass wir uns ähnlich wie bei den CSCs an existierendem Recht orientieren können, muss ein wahnsinnig taktischer Vorteil sein, wenn wir also auch wirklich versuchen, auf dem Weg Lösungen zu finden. Das war für mich recht eindrucksvoll gestern Abend, als die Vertreterin der Ampel da so einig, ja klar, das gehört ins Vereinsrecht. Ja, bäm, scheiße, natürlich, da gehört es hin. So, und jetzt denke ich nur noch an das eine, wo können wir unsere Legalisierung in existierende Systeme einbauen? Weil dann sind die ja viel schneller bereit, uns auch als normaler Teil der Gesellschaft aufzunehmen, wenn wir denen aufzeigen können, ja, unser Dingen passt auch da rein. Also ich hatte kein Plädoyer dafür gemacht, dass man 3,5 Jahre eine Lehre für Weed-Verkaufen machen muss. Aber in dem System bleiben, zu versuchen, in dem System bleiben. Okay. Vielen, vielen Dank für die vielen tollen fachlichen Beiträge, auch die unterschiedlichen Perspektiven. Man merkt auch, was das hier auch bei uns für eine bunt gemischte Runde an unterschiedlichen Bildungswegen ist. Und ich denke auch, dass jeder einzelne der Personen, die hier sitzen und mit Sicherheit Kenntnisse mitbringen, durchaus die Möglichkeit haben sollte, dass am Ende auch oder denen der Markt genauso offen stehen sollte wie allen anderen. Genau, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt zu unserem Abstimmungstool Slido. Die meisten von euch haben es ja jetzt schon einmal benutzt. Okay, tatsächlich 70% haben abgestimmt für Schulungen, Workshops, 9% waren noch bei einer offiziellen Berufsausbildung und 12% sind unentschieden gewesen. Ich würde sagen, es ist ein relativ eindeutiges Ergebnis dafür, wie wir beim DHV dann unsere Arbeit zu den nächsten Anhörungen ausrichten werden. Aber es ist auch ein Ergebnis, womit ich eigentlich fast gerechnet habe. Ja, interessant, vielen Dank. Dann machen wir doch am besten gleich mit der nächsten Frage weiter, die sich daran anschließt. Nämlich, wie lange sollte eine Schulung dann gegebenenfalls dauern? Da hatten wir jetzt ganz viele verschiedene Einwürfe. Einige haben gesagt, einen Monat, andere haben gesagt, so einen 1,5-Stunden-Kurs ist mir eigentlich zu wenig. Ich erwarte da schon ein bisschen mehr Kompetenz. Von daher würde mich jetzt mal interessieren, also ihr könnt jetzt, wenn ihr bei Slido drin seid, ist jetzt die nächste Abstimmung aktiviert. Wir sind bei 100 Leuten, die da abgestimmt haben. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir jetzt die Abstimmung. Und Rion never plus, wir haben ein Ergebnis. Sehr schön. Gucken wir mal, wie viele abgestimmt haben. Oh, hier geht es ein bisschen tatsächlich auseinander, die Meinungen. Wir haben hier 29%, die sagen, ein paar Tage sind ausreichend. Dann 37%, die sagen, das sollte schon ein paar Wochen dauern. Das ist jetzt hier erstmal die Mehrheit. Und 24% sind bei Monate. Einige Wochen ist wahrscheinlich dann hier so das gute Mittel, irgendwie, wenn man nicht sich so genau entscheiden konnte, beziehungsweise 10% bei Unentschieden. Okay, auch ein interessantes Ergebnis, wo man wieder sieht, obwohl wir uns ja beim Thema Legalisierung eigentlich alle einig sind, wenn es dann um so Detailfragen geht, da gibt es dann doch nochmal ein paar Differenzen an der Stelle. Ja, vielen Dank. Dann zu der letzten Frage, zu dem Themenpunkt. Ich glaube, die können wir relativ schnell durchklären, nämlich zu der Abstimmung. Meint ihr, es sollte schulische Anforderungen, also Voraussetzungen geben, um so eine Schule, eine Workshop oder was auch immer zu machen? Genau, dann würde ich gerne dafür einmal die Abstimmung jetzt aktivieren. So, dann auch jetzt diese Abstimmung wird jetzt geschlossen in 3, 2, 1, Schluss. Und wir schauen uns einmal die Abstimmungsergebnisse an. Es ist immer ein bisschen umständlich, ohne Maus hier rumzuklicken. Ich kann es ansonsten auch vorlesen. Ah, da ist es ja schon. Genau, BBR, Berufsbildungsreife, ganz einfach. 16%, MSA, der mittlere Schulabschluss nach den 9 Pflichtjahren. Und dann Fachhochschulreife nur 1% tatsächlich, Abitur 0% und 9% unentschieden. Und die überwiegende Mehrheit sagt, keine besondere Qualifikation, um hier eine Schulung noch zu machen. Das ist doch ein eindeutiges Ergebnis. Zeigt auch mal wieder, dass die Hanfgemeinschaft eine sehr tolerante ist. Sehr schön. So. Das heißt, jetzt kommen wir zu der wichtigen Frage, nämlich die Frage, welche Inhalte sollten vermittelt werden? Ich habe jetzt schon mal auch versucht, es so ein bisschen aufzunehmen, was es an Rückmeldungen aus der Community gab. Also natürlich zu Konsumformen, Safer-Use-Hinweise wurde auch gesagt, auch so Tipps geben können, vielleicht für Leute, die nicht so Konsumkompetenz haben bereits. Einige haben auch gesagt, es sollten auch medizinische Grundkenntnisse irgendwie Voraussetzungen sein, um als Fachverkäufer arbeiten zu können. Genau, das waren so ein bisschen die Einwürfe und deswegen möchte ich jetzt... Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, um die wirklich wichtige Frage zu diskutieren an der Stelle, nämlich welche Inhalte sollten vermittelt werden? Was erwartet ihr von diesem Fachpersonal im Cannabis-Fachgeschäft? Und da haben wir schon die erste Meldung. So, ich fand schon mal gut, dass unterschiedliche Unternehmensformen angesprochen wurden, mit denen wir rechnen müssen. Vergleich McDonald's, also wir werden diese, ja, nicht Fast Food, sondern Fast Weed Unternehmensform haben. Was mir persönlich wichtig ist, grundsätzlich nach Unternehmensform zu unterscheiden, welche Inhalte vermittelt werden. Und besonderes Augenmerk auf Fachgeschäfte mit Aufenthaltsmöglichkeit. Warum? Es wird viele Einsteiger geben und die können diese Erfahrung noch gar nicht einordnen und sollten meiner Meinung nach jemanden dabei haben, wenn sie zum ersten Mal konsumieren. Wenn sie jetzt persönlich niemanden haben, von dem sie glauben, dass er diese Aufgabe gewachsen ist, sollte es dafür Personal geben, was nicht nur hinsichtlich des grundsätzlichen Wissens über Cannabis ausgebildet ist, sondern auch Trip-Setting-Qualitäten hat. Und dahingehend gibt es meiner Meinung nach auch nicht genügend Wissensbasis, denn mit Orangensaft und Musikleiser machen ist es nicht getan, jemanden bei einer gegebenenfalls schlimmen Erfahrung zu betreuen. In die Richtung muss noch viel gemacht werden. Ausbildung und die Wissensbasis schaffen. Dankeschön. Wissen alle, was Trip-Sitting heißt? Ist das allen ein Begriff oder müssen wir es nochmal erklären? Nee, wissen wir alle. Okay, alles klar. Ach so, wissen nicht alle. Trip-Sitting, möchtest du es selber erklären oder soll ich einfach den Trip begleiten? Genau, also es geht darum, eine psychedelische Erfahrung drogenübergreifend, also das benutzt man für alle Substanzen gleicherweise, jemanden, der diese Erfahrung macht, zu begleiten als nebenstehende Person, die nicht unter Einfluss steht. Mhm, genau, also wenn ihr mal Pilze ausprobieren wollt, kümmert euch vorher auf jeden Fall darum, dass ihr einen Tripsitter oder eine Tripsitterin mitnehmt. Genau. Das möchte jemand, das... darauf erwidern an der Stelle. Oder seht ihr das ähnlich? Kann man das vielleicht auch tatsächlich mit so psychedelischen Substanzen also ich wollte ja nochmal, darf ich nochmal was? Passt dazu? Ich sehe leider nicht, wer gerade redet. Könnt ihr kurz... Ach, da! Ja, und zwar Folgendes. Also ich sehe ja gewisse Analoga immer zu der Kneipenwirtschaft. Da kriege ich auch nicht erzählt, ich darf hier nicht 6 Bierbons trinken oder eine Buddel Schnaps mir in die Birne schrauben. Also ich sag mal, es ist ausreichend meiner Meinung nach, wenn der Verkäufer, die Verkäuferin oder wie auch immer mir erzählt, dass ich keine Überdosis bekomme und so ein bisschen Suchtgeschichten und alles andere geht ja auch eher in den medizinischen Bereich und sollte meine Aufgabe als Arzt sein. Zumal vieles ja auch gar nicht klar ist, zum Beispiel die Terpene, ob die wirklich wirken und wie die wirken und ob sie in der Stärke wirken. Das hat mir wirklich ich meine das im Ernst, das hat mir auch ein Vertreter von so einer Anbaufirma auch erzählt, das sei alles Quatsch. Ob das stimmt oder so, sei mal dahingestellt. Und wenn das Effekte sind, sind das zumindest keine riesengroßen Effekte. Und ja, kann sein. Ich weiß das nicht. Ich sage das nur. Und letztendlich geht das alles in Richtung medizinische Beratung und ob das jetzt für eine Verkäuferin unbedingt sein muss und dass die Abitur braucht und 6 Jahre dafür gelernt hat und jede Woche nochmal neu fortgebildet wird. Ich weiß das nicht. Mhm. Dankeschön. Also du würdest dann eher sagen, das Verkaufspersonal sollte, wenn was ist, den Notarzt einfach rufen. Ne? Okay. Ja. Also ich stelle mich jetzt mal als Jobbesitzer vor. 50 Jahre in der Cannabisbranche. Ich habe eine 25-jährige Tochter, die bei mir seit 7 Jahren im Fachgeschäft im Betrieb ist. Wir verdienen einfach nur Kohle. Und sie kann alles das, was wir hier wollen, an Anforderungen bieten. Und ich meine, das muss auch geboten werden. Und ich habe eben trotz meiner Ambitionen und meines Geschäfts und meines Wunsches, auch Cannabis verkaufen zu können, habe ich für Monate gestimmt bei der Ausbildung. Obwohl meine Tochter schon fertig ist, die könnte ich als Paradebeispiel demonstrieren. 7 Jahre in der Branche beschäftigt und die kann auf jedes der Pläne Antwort geben. Ich kenne sogar bei Relief Ersatztabak und Inhaltsstoffe. Das geht gerade erst alles richtig los, in einen gesunden Bereich zu gehen. Von den Kneipen weg, die du so gerne anführst. Das sind keine Vergleiche. Und du unterschätzt auch die Wirkung der Terpene zum Beispiel. Wenn dir das ein Pharma-Fachreferent erzählt hat, dann macht ihr als Geschäftsmann mal selber Gedanken darüber, warum dir der so einen Scheiß erzählt. Ja, bitte. Wir reden jetzt die ganze Zeit über die Fachkompetenz der Mitarbeitenden. Und ich bin ganz fest der Überzeugung, dass auch Konsumierende einen Kompetenznachweis erbringen sollten. Also Stichwort Drogenführerschein. Und dann bin ich auch bei Monaten, weil das Fachpersonal dann dementsprechend noch ein kleines bisschen mehr wissen muss als der Konsumierende. Also du glaubst, die 4 Millionen Menschen, die jetzt schon in Deutschland regelmäßig oder gelegentlich Cannabis konsumieren, die müssten jetzt eigentlich erstmal alle vorher einen Führerschein machen? Ich bin natürlich, selbstverständlich, nicht nur die, die jetzt schon konsumieren, sondern wir müssen ja auch mal ein paar Jahre weiterdenken. Mhm. Also die Menschen, die konsumieren möchten, warum sollen die keinen Kompetenznachweis erbringen? Statt staatlich dann? Ja, also ähnlich, natürlich, ein Führerschein, warum denn nicht? Damit ich nachweisen kann, und wir sind jetzt nur bei Cannabinoiden, ne? Was ist denn, wenn, und da soll es ja hingehen, wenn alle Substanzgruppen legalisiert oder entkriminalisiert werden, dann muss ich doch auch als mündiger Konsument nachweisen können, dass ich mich mit der Substanzgruppe auseinandergesetzt habe. Ja, das ist die Frage, muss ich das? Muss ich vom Staat beweisen, ob ich mir abends ein Bier gönnen darf oder nicht? So, jetzt geht es ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht, wer sich als erstes hier noch gemeldet hatte. Ich glaube, hier vorne. Hi, ich bin Jürgen Peters von Zentralhampf. Ich betreibe auf der Kastanienallee seit 3 Jahren ein sogenanntes Hanffachgeschäft. Im Wesentlichen ist bei uns das Butter- und Brotgeschäft das CBD. Und ich kann jetzt nach 3 Jahren Kastanienallee wirklich aus eigener Erfahrung sagen, man hat bei der Zielgruppe mit ziemlich vielen Fragestellungen zu tun. Es kommen die verschiedensten Leute in den Laden. Also ich würde mal sagen, man rutscht sehr schnell in eine Arzt- und Apothekerrolle. Es gibt jede Menge Leute, die CBD oder auch kiffen, weil sie sich irgendwie runterkühlen wollen. Ich würde mal sagen, es gehört eine gehörige Portion Menschenkenntnis, so eine gewisse, naja, ich würde mal sagen, Street. Also ich muss mich hier dem Menschen hier vorne anschließen. Jeder Dulli kann so einen Job nicht machen. Also hier auch wieder Kenntnisse vom Verkaufspersonal wären wünschenswert, und wenn Beratung nicht geleistet werden kann im medizinischen Sinne, dann sollten die Personen am bestenfalls wissen, an wen sie verweisen können. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Also ich selber habe eine Ausbildung zum zertifizierten Berater für medizinisches Cannabis gemacht, bei Franjo Groth von einem Jahr. Mhm. Und ich muss echt sagen, also ich habe die Sache am Anfang total unterschätzt. Das ging über ein Jahr. Wir haben das ein Jahr gemacht, so in der Supervision während Corona. Und wenn man sich ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigt, dann ist es schon, also man kann da schon ein bisschen Zeit mit verbringen. Und wie gesagt, man ist relativ schnell auch ein Stück weit Arzt und Apotheker, weil eine Menge Leute in den Laden kommen und echte Fragen haben, die ich pennen können, Kopfkino, Stress, Depressionen etc. etc. Also genau, deswegen finde ich das auch total wichtig, dass wir wirklich konsequent unterscheiden zwischen Genussmittel und Medizin. Ne? Die einen Patienten, die gehen in die Apotheke, die gehen zum Arzt, und die anderen, das sind... Nee, machen wir uns nichts vor, das ist Quatsch. Das kannst du nicht so trennen. Das ist wirklich so, dass du eine Menge Kunden hast, die sozusagen Cannabis auch... die verschiedensten Gründe dafür haben, Cannabis zu nehmen. Klar. So. Und du hast mit sehr speziellen Menschen zu tun. Das wissen wir, glaube ich, alle so von den Kifferkumpels, die wir kennen. Also, wie gesagt, ich glaube, ein bisschen Ausbildung brauchen wir da. Ja, also grundsätzlich, dass da Kenntnisse mitgebracht werden sollen, gehe ich absolut mit. Na klar. Aber... wir müssen ja auch, also ich meine, wir müssen hier unterscheiden, wir haben hier in meinem Fachgeschäft für ein Genussmittel einen Fachverkäufer, und wir haben in der Apotheke einen Apotheker, der Medizin verkauft. Also das, denke ich, das sollte man schon trennen, aber grundsätzlich gebe ich vollkommen recht darin, dass ein verantwortungsvoller Fachverkäufer bestenfalls dann eben zu Beratungsstellen verweisen kann, zu Apotheken, zu Ärzten oder eben auch Informationsmaterial in den Fachgeschäften ausliegt, die man sich nehmen kann, um dann tatsächlich zu wirklich kompetenten Beratungspersonal verwiesen zu werden. Ja, weil Psychotherapeuten haben wirklich ein Studium dahinter und das halte ich in dem Falle eben auch bei so riskanten Konsummustern für wichtig. Also ich würde vielleicht nochmal zu bedenken geben, wir reden hier über einen Massenmarkt. Ne? Also morgen, wenn legalisiert wird, egal was legalisiert wird, im ersten Step hoffentlich die Blüte, reden wir über einen Massenmarkt. Und Massenmarkt bringt immer mit sich, dass ich nicht gleichzeitig Massen von hoch engagierten Inhabern, die, sage ich mal, hochkenntnisreich sind, vorhalten kann. Die wird es nicht geben. Und von daher ist die interessanteste Frage hier heute Abend, ja, da hatten wir Einigkeit, haben wir gerade gesehen, es soll ja sowas, also auch hier im Raum war 80%, glaube ich, gab es ja die Zustimmung oder die Meinung, ja, es muss eine Grundlagenwissen sollte da sein. So, und jetzt muss es doch darum gehen, gar nicht mehr zu diskutieren, mache ich eine eher medizinische Psychoberatung, was ich übrigens hoch anständig finde, sondern welche Inhalte gehören denn da rein? Und das würde ich jetzt gerne auch nochmal hier diskutieren, weil mir selber fehlen auch ein paar Ideen dazu. Ich bin ja hier, um sowas mitzunehmen. Welche Inhalte gehören denn jetzt da rein? Und ich sag mal, wir können jetzt über Terpenprofile diskutieren, da diskutieren wir uns aber zu Tode, weil es wissenschaftlich auch nicht zu Ende erforscht ist. Das wird ja weitergehen. Und was gehört denn jetzt grundsätzlich da rein? Und das ist ja für mich auch nochmal eine offene Frage und ich würde bitten, dass wir bei dieser Frage bleiben, weil die interessiert mich total. Okay. Ja, vielen Dank an der Stelle. Da gibt es auch noch einige weitere Meldungen. Achso. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was ich denke, was so ein Cannaseur mitbringen sollte an Kenntnissen. Das sind einmal die Wirkungsweisen der Haschisch- und der Cannabis-Sorten. Der soll auch beschreiben können, wie es schmeckt und Konsumformempfehlungen geben. Und er sollte sich bestenfalls auch ein bisschen damit auskennen, wie Cannabis überhaupt im Körper funktioniert. Und ja, ein bisschen vielleicht auch das Endokannabinoid-System erklären können. Zum Thema Edibles, da halte ich mich zurück. Ja, kenne ich mich selber nicht gut genug aus. Ja, okay. Okay, ja. Also Edibles hatte ich angesprochen, gerade für Einsteiger ist gerade natürlich so Edibles gegebenenfalls schwierig, weil man sich da schnell verschätzen kann, weil die Wirkung ja deutlich zeitverzögert erst einsetzt. Deswegen gehe ich da vollkommen mit. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass man lieber zum Beispiel vorher genug gegessen und getrunken haben sollte und dann erstmal, ne, wenn man sich sowas konsumiert hat, einen Haschkeks oder was auch immer, dann eine Stunde wartet, bevor man das nächste konsumiert. Ne? Für Einsteiger sind im Grunde tatsächlich auch dann eher Vapor empfehlenswerter, weil man da eher merkt, wie wirkt das jetzt direkt auf mich. Also, ja, aber danke für den Hinweis. Also ich denke, dass das richtig ist, der sollte von den Sachen was wissen, er sollte auch medizinische Kenntnisse haben, er sollte auch eine grundpsychologische, also was es machen kann oder was passieren kann, aber er muss das nicht alles vollkommen intensiv ist, wir reden hier über einen Verkäufer immer noch und der sollte, wie gesagt, verweisen können, wohin es geht, der muss auch kein Bäcker sein, dafür haben wir, geh mal auf Netflix, da haben wir eine Kochsendung aus Amerika, die es gibt und was Geschmack angeht, der muss auch nicht alles probiert haben. Wir haben Seiten wie Leafly oder so, die warten nur darauf, dass in Deutschland, wenn es legalisiert ist, auch ankreuzen können, von wegen, sie sind deutsch, die Übersetzung ist schon da. Also ich meine, die haben wir ja die Informationen, das muss nicht der Verkäufer muss nicht jedes probiert haben und nicht so tiefe Wissen haben, sondern eben Grundwissen und verweisen können. Das ist immer noch ein Verkäufer, das ist kein Arzt und es ist auch kein keine Ahnung, Hersteller im Endeffekt, der ja seine Produkte markieren muss, was drin ist. Ja. Ja, danke schön. So, hi, ich weiß nicht, ob mich schon alle kennen von euch. Jonas von der Berliner Ortgruppe, wahrscheinlich die meisten. Genau, also worum geht's? Welche Inhalte wollen wir vermitteln? Ich würde sagen, die Dauer dafür jetzt von vornherein festzulegen, ist nicht wirklich sinnvoll. Wir müssen halt gucken, was wir genau brauchen. in welcher Tiefe wir das brauchen und auf welche Berufe wir das eventuell auch aufteilen. Vorhin wurde von da angesprochen, dass wir doch in den Verkaufsstellen die Möglichkeit zum Konsum bieten sollen und sämtliche Verkäufer dann auch möglichst da einen Tripsitter spielen können. Ist natürlich so, denke ich, flächenmäßig nicht praktikabel, deswegen könnte man alternativ das komplett trennen und einfach was machen, wo man wirklich seinen Kram mitbringen muss und da nur konsumiert. Halt eine Alternative zum Cannabis Social Club mit der Mitgliedschaft, wo man einfach mal wo man gelegentlich mal hingehen kann. Da könnte man so ein Bar-ähnliches Konzept machen im Grunde genommen, wo man wie in einer Bar auch, man kann mal mit dem Barkeeper reden, wenn es einem schlecht geht, aber die meiste Zeit ist man einfach nur entspannt unter Freunden und kifft halt oder trinkt. Mhm. Dass der Barkeeper dann aber da im Zweifelsfall noch ein bisschen beraten könnte oder zumindest einige. Sowas wie bei uns hier an der Vaporizer Bar, ich meine, so einen gewissen Teil der benötigten Sachen, die man dafür bräuchte, haben wir ja da im Grunde genommen schon gemacht, ein Stück weit. Also könnte da in der Hinsicht tatsächlich ein Teil eventuell zumindest als Aushilfe anfangen von uns, wer da Interesse hätte, so von Kompetenzen. Genau, kleinen Moment, nicht, dass ich abschweife. Ich guck mal kurz rein. Genau, dann stünde noch die Frage im Raum, ob man eventuell auch was für Edibles einrichtet, wo man wirklich eine Methode erstmal, wie man die Wirkung, die Wirkstärke abschätzen kann von Edibles, indem man vorher meinetwegen dosierte kleine Mengen nach und nach Probe dampft und dann darüber so etwa die Toleranz abschätzen kann und dann so ein grobes Fenster hat, in dem die gute Dosis wahrscheinlich liegt. Das weiß ich nicht, das müsste man irgendwie gucken, ob es vielleicht schon Methoden gibt oder halt mal untersuchen ein bisschen. Aber wo man dann auf jeden Fall ohne Edible-Erfahrung einfach welche ausprobieren könnte und zur Not, wenn das halt schlecht läuft, da wirklich Begleitung hätte, die einem dann da hilft. Man könnte auch Zwischenformen haben, wo man einfach beides hat, wo man in der Bar meinetwegen noch was kaufen kann und das mitnehmen, aber da auch konsumieren oder Nebenraum, das genau sind verschiedene Fragen. Und dann ist halt noch der Punkt, der von vorne angesprochen wurde, dass ja da auch ganz verschiedene Leute hinkommen und alle irgendwelche Hilfe brauchen und ganz unterschiedliche Ansprüche stellen. Mhm. Manche Leute wollen einfach nur sich möglichst mit Freunden irgendwelche bestimmten Sachen machen, andere wollen sich abschießen. Manche, vielleicht ältere Herrschaften, ich kenne da einen Bekannten von meinem Vater, der hat irgendeine Krankheit, wo ihm einfach CBD ziemlich hilft. Der geht damit nicht extra zum Arzt, aber der hat auch CBD-Tropfen geholt in der Apotheke einfach und es lauter Freunden empfohlen. So Leute zum Beispiel, die dann sagen, sie haben das und das, irgendwelche Sachen und haben gehört, das könnte ihnen dabei helfen. Die werden auch dahin kommen und das ist die Anlaufstelle, wo man dann in so einer Situation seine Fragen stellt und auch die Hilfe braucht. Und da wäre dann sonst das Konzept, dass man einen Teil der Verkaufsstelle mit einfachem Verkaufspersonal besetzt, das halt so die Grundzüge kennt, grob mit den verschiedenen Terpenen und Cannabinoiden Bescheid weiß, aber jetzt nicht so im Detail und halt ein paar fachkundigere Verkäufer, die halt auch in Detailfragen wie Edible-Dosierung beraten können, spezifische Probleme, wie man dem vorbeugen kann, was man da macht. Also da ist die Frage, ob jeder alles können muss oder wie man das aufteilt. Mhm. Also hier quasi differenzieren, dass es dann Experten für die verschiedenen Bereiche gibt. Ja. Wie an der Universität, ich habe jetzt angefangen zu studieren, da gibt es dann halt je nach Studiengang verschiedene Module, wo dann zusammengefasst aus unterschiedlichen genauen Studiengängen die Leute alle dasselbe Material lernen. Ja. Und dass man dann meinetwegen mit einem Vorwissenstest sozusagen prüft, was können die Leute grob, was können sie nicht. Und die Sachen, okay, wo sie sich noch nicht auskennen, da belegen halt das Modul. Das muss ja nicht lange sein, das können 2 Stunden an einem Nachmittag sein. Genau, das würde zu den modularen Modulen, zu der modularen Ausbildung sprechen, dafür, die vorhin auch schon angesprochen wurde. Genau, und dann könnte man halt unterschiedliche Qualifizierungen haben, die man meinetwegen an einem Namensschild oder so sieht. Und dann weiß man, wozu kann die Person einen beraten. Alles klar, vielen Dank. Die Zeit schreitet leider etwas fort. Deswegen, ich würde jetzt gerne einen Input noch in die Diskussion noch mit dazu bringen. Ich würde jetzt noch 2 Redebeiträge rannehmen und dann zur Abstimmung kommen, damit wir hier diese Frage mit den Inhalten noch klären und ein Stimmungsbild dazu haben. Was man in Deutschland bedenken muss, ist, wenn es zu dem Teil der medizinischen Inhalte bei der Wissensvermittlung geht, sobald man den medizinischen Rat gibt beim Verkauf, ist man haftbar. Deswegen gibt es eine Apothekerausbildung, die extrem umfangreich ist, wo das auch erklärt wird. Wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, ich brauche was gegen Schlafstörungen, man verkauft ihm was und dann passiert irgendetwas, dann kann er sich dafür verklagen. Einfach nur, dass das mit bedacht wird in der Diskussion. Ja, danke schön. Also würde ich auch so mitnehmen, wenn ich irgendwie ein Geschäft hätte und bei mir klappt jemand an oder hat irgendwelche Probleme, ich würde im Zweifelsfall einen Arzt rufen oder die Person bei solchen Fragen an die Apotheke oder die Beratungsstelle nebenan verweisen. Mhm. So, eine Redemeldung, ich weiß nicht, wer jetzt als erstes noch... Er hat schon ein Mikro. Ich auch. Dann okay, ihr beide noch und dann kommen wir zur Abstimmung. Ja, es geht ja die ganze Zeit um die Inhalte und mir fehlt die Jugend in den Inhalten, die jungen Erwachsenen, wie du es eigentlich auch... Die dürfen nicht in die Fachgeschäfte rein. Nein, die jungen Erwachsenen, also so, die Anfänger. Ja, die mit 18 mit ihren Freunden hatte. Und ich finde, da muss man schon inhaltlich auch mal über also entwicklungspsychologisch einfach am Rande dieses Alter ansprechen, Risikobereitschaft. Es gibt ja ganz viele Themenbereiche, die in meinen Augen neben dem Produkt und dem ganzen medizinischen und bla 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 definitiv auch Inhalte sein sollten. Mhm. Also das ist der Satz des Personals. Dankeschön. Dass das Personal so ein bisschen sensibilisiert wird, auch für junges Publikum. Ne? Aber es kann natürlich auch sein, dass da 50-jährige, 60-jährige Einsteiger kommen. Ne, aber ja, gehe ich mit. So, dann eine Meldung da hinten noch. Ja, die Frage war vorhin ja auch so ein bisschen danach, wie könnte das dann konkret aussehen? Und ich finde ganz, ganz wichtig bei all den Kompetenzen, die wir erwarten von so einem Bartender, dass es nicht darauf hinausläuft, dass zum Beispiel ein Neukonsument oder ein Erstkonsument reinkommt in so einen Laden und sich halt erstmal eine halbe oder eine Dreiviertelstunde einen Vortrag anhören muss. Das ginge, glaube ich, sehr in die falsche Richtung und dann würde man wieder befeuern, dass gerade Jugendliche oder jüngere Erwachsene eher sich die Erfahrung woanders das erste Mal gönnen. Deswegen, ich finde, Empathie ist da so mit das Wichtigste. Dass also das Erste, was ein Bartender mit einem Konsumenten, wenn er mit ihm spricht, rausfindet, ist, hast du schon konsumiert, wie oft hast du schon konsumiert, konsumierst du eventuell sogar regelmäßig, um überhaupt einschätzen zu können, wen habe ich da vor mir, weil wenn das ein Erstkonsument ist, muss ich mit dem sowas von anders reden, als wenn das ein Dauerkonsument ist oder gar ein Patient. Das muss einfach eine extrem individuelle Sache sein und genau so muss es auch vermittelt werden. Und da sind Teile von Medizin dabei, da sind Teile von anderen Wissenschaften mit dabei, das fließt alles mit rein. Das darf niemals eine medizinische Beratung sein. Ist, glaube ich, klar, das kann auch niemand leisten, nicht meiner dreijährigen Ausbildung wäre das zu leisten, ja. Aber diese Individualität, finde ich, ist da am wichtigsten. Wenn die vermittelt wird, kann nicht so viel schief gehen. Genau. Empathie statt Zwangsberatung. Dankeschön. Okay, ja, finde ich eigentlich auch ein schönes Abschlussstatement an der Stelle. Dann kommen wir wieder zu unserer Slido-Abstimmung. Zu der Frage, welche Inhalte sollten vermittelt werden. Okay, dann ist die Abstimmung jetzt aktiv und ihr könnt jetzt anklicken, welche Inhalte sollten eurer Meinung nach ans Verkaufspersonal vermittelt werden. Ihr könnt auch alles auswählen oder nur das, was euch am wichtigsten ist. Und tatsächlich, doch fast 100. So, ich glaube, es sind so gut wie alle fertig. Dann schließen wir die Abstimmung in 3, 2, 1. So, das Abstimmungsergebnis ist da. Jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie hier das Ergebnis aussieht, welche Rückmeldung von euch wir uns mitnehmen. Alle wollen alles. Ich glaube nicht. So, und da haben wir das Ergebnis. Das ist auch, oh, das finde ich aber wirklich interessant. Das finde ich wirklich interessant. Und Cannabiskultur national, international, 44% haben das, 93% wollen Sortenkunde. Ich glaube, das ist auch so eine Mindestanforderung eigentlich. 95% Konsumformen, was sicherlich auch ganz besonders wichtig ist. Konsumformen, gerade auch im Hinblick darauf, auf die Konsumkompetenz des jeweiligen Kunden. Sichere Lagerung haben wir hier auch noch mit eingebracht, sagen 72%. Erste Hilfe für Überdosierte, 75%. Genau, also wer Kreislaufprobleme bekommt vom Cannabis, da sollte man zumindest Erste Hilfe leisten können. Im Grunde hat eigentlich tatsächlich jedes Verkaufspersonal, ich habe auch mal als Verkäuferin gearbeitet für Modeschmuck, da ist so eine Erste Hilfe-Ausbildung immer mit dabei, ja, dann... Genau, pharmakologische Fragen, also Wirkungsweise von THC, CBD-Rezeptoren, da sind wir auch wieder bei dem Cannabinoid-System, was vorhin angesprochen wurde, so ein paar Grundlagen, das wünschen sich auch immerhin noch 67%. Medizinische Fragen, also tatsächlich Grundlagen der medizinischen Anwendung und Indikationen, hier sind wir nur bei 29%, weil ich glaube tatsächlich, dass diese Frage nicht unbedingt zum Fachgeschäft gehören, sondern dann eben eher in den medizinischen Bereich. Risiken des Cannabiskonsums sagen aber auch 85%, darüber sollte das Personal Kenntnisse mitbringen. Auch völlig nachvollziehbar an der Stelle, weil solche Fragen mit Sicherheit auch kommen werden. Dann ist es schon gut, wenn man darauf antworten kann oder im Zweifel weiß, wo man nachschlagen muss, um solche Fragen zu beantworten. Kenntnisse über lokale Beratungsstellen, das wundert mich fast ein bisschen, dass hier nur 79% das als Anforderung sehen. Das wäre für mich persönlich jetzt tatsächlich eigentlich auch eine Art Grundvoraussetzung, dass da so ein bisschen auch eine Vernetzung eigentlich stattfindet, aber ich bin ohnehin ein Fan von Vernetzung. Und dann noch Grundlagen bezüglich Suchtentwicklung und Abhängigkeit, Kenntnisse über riskante Konsummuster. Ja, zumindest, dass man mal von gehört hat, auch hier 73%. Aber das Allerwichtigste sehen wir Konsumformen und Sortenkunde. Und ich glaube, wenn man das abgedeckt hat, dann hat man eigentlich auch den größten Bereich abgedeckt, der auch ja, Safer Use und so weiter mit einbezieht an der Stelle. Alles klar, vielen, vielen Dank. Ja, wir vom DHV-Team, wir nehmen das sehr, sehr gerne mit. Es kamen auch einige gute Hinweise und Einwürfe zwischendurch, die der Olli dankenswerterweise hier notiert und protokolliert hat an der Stelle. Und wir haben eigentlich noch eine allerletzte Frage, aber tatsächlich ist meine große, eine wichtige Frage, ja, weil das so eine Frage ist, die in einigen Gesetzesentwürfen enthalten ist, nämlich der Ausschluss von Vorbestraften für diese Arbeit an der Stelle. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das überhaupt abstimmen müssen. Ich würde euch jetzt einfach mal bitten, dass wir hier per Handzeichen jetzt einfach kurz und schnell uns ein Stimmungsbild einholen. Wer ist dafür, dass vorbestrafte Personen als Verkaufspersonal ausgeschlossen sind? Einer. Moment. Okay. Und wer sagt, nein, wir wollen auch, dass denen allen der Markt offen steht? Ich glaube, wir sind uns alle einig. Oh, da sagt einer, Also wir reden jetzt über BTM-Delikte. Genau, BTM-Delikte, Betäubungsmittel. BTM ohne Gewaltbegleitdelikte also, und dergleichen. Ja. Okay, wollen wir doch nochmal die Abstimmung machen? Anscheinend waren hier einige, wir haben diese Differenzierung mit den BTM-Delikten quasi in der Abstimmung mit drin. Dann geht gerne nochmal auf eure Handys zu der allerletzten Frage. Sollen Personen mit Vorstrafen als Verkaufspersonal ausgeschlossen werden? Wollen wir das? Und da habt ihr auch unterschiedliche Antwortmöglichkeiten mit gewissen Einschränkungen. Grundsätzlich ja, grundsätzlich nein oder zum Beispiel nur bei bestimmten Formen von Delikten. Doch die letzte Frage. Und startet die Abstimmung jetzt. Genau, das ist ja vorhin auch schon genannt worden. Viele, viele von uns sind ja auch betroffen von dieser Problematik mit BTM-Delikten in irgendeiner Form, schon mal damit in Berührung gekommen. Und eigentlich sind wir ja auch diejenigen, die hier schon Fachkenntnisse mitbringen. Ich habe auch noch kurz was zu sagen. Da ist zum Beispiel der CSC eine schöne Möglichkeit, weil da bestimmen die Mitglieder, wer mitmacht oder nicht. Und da kann man natürlich sagen, ey, ja, interessiert mich nicht, ob du jetzt für 5 Kilo mal eingesessen hast. Das ist im Gegenteil, du qualifizierst dich hier für unseren Anbaurat. Okay, genau, bevor jetzt alle gehen, möchte ich hier noch das abschließende Ergebnis einmal sehen. Ah ja, tatsächlich 36% sagen nur Nein, 2% Ja bei allen BTM-Vergehen und 57%, also die überwiegende Mehrheit, sagt Ja, aber nur bei Delikten mit Gewaltanwendung und Waffen. Das heißt, Menschen mit BTM, gewaltfreien BTM-Delikten, denen soll auch weiterhin der Markt und dieses Berufsfeld offen stehen. Ja. Damit bin ich auch sehr zufrieden mit diesen Abstimmungsergebnissen. Vielen, vielen Dank für die vielen tollen Hinweise, für die fachlichen Einwürfe, dass ihr so tapfer bei der Wärme, bei dieser Diskussion mit durchgehalten habt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön.